Erde schuf Gott den Menschen. Aus der Mutter Erde schon. Er gab ihm den Geist zu denken und sprach: Geliebtes Kind, ich lass dich los. Und die Welt begann sich zu drehen, nicht zu verstehen für ein Kind. Die Welt begann sich zu drehen, nicht zu verstehen für ein Kind. Dabei wollte es wissen, nicht nur glauben müssen, dass wir Gottes Kinder sind. Wo ist der? Er uns dafür hassen, dass wir andere Wege beschreiten. Er traf es zu, dass wir erkennen, wer wir sind. Jeder ein geliebtes Kind. Wir werden ihn lieben am Ende der Zeiten. Wo ist der Mensch? Mit Feuer und Schwert. Gott will es. Habt euch gut arrangiert mit den Mächtigen dieser Welt. Habt eure Schiefchen im Trockenen, nur wer gut betucht ist, zählt. Die Mächtigen werden euer Tuch schon in eurem Sinn verwalten. Hauptsache ihr könnt in Ruhe eure Fetzen Macht behalten. Doch vor Gott sind wir alle. Ob Bauer, Bürger, Ritter, Baron. Niemand ist größer als der andere. Nicht Papst, nicht Kaiser, nicht Sonne, nicht Mond. Sagt ihnen! Vor Gott sind wir alle gleich. Ob Bauer, Bürger, Ritter, Baron.
hörten wir nicht von Anfang an der Schöpfung leises Weinen? Hörten wir nicht des Menschen Zukunft noch im kleinsten Gras erkeimen? Am Ende bliebe doch ein Klang, ein Wort, ein Name bleibt im Ohr, eine tiefe Sehnsucht steigt empor nach dem neuen Menschen. Das Leben hält an.
blüht wie ein.